Maldita sea. Mujer, me encanta tu sentido del humor. Not somebody you want to mess with. He's out of your league. I've been handling Carlton Travis since before you were born. Oh, Richard, would you stop that? Oh, stop that yourself. Strictly an involuntary response. Believe me, it was nothing personal. Oh, just returning the favor. It's getting pretty monotonous, isn't it? What are we going to do about the 13? Oh, we'll do something. Trust me. I hope it's soon. You know, there is something that I want to say to you, and I don't want you to take it the wrong way. I probably will, anyway. Well, there's a part of me, very small part, that cares a great deal about you. I'm getting bored trying to hide it from you. Are you trying to say that you love me, Mother? Oh, I don't think I go that far. But yeah, sometimes I really enjoyed it when you came barging into Falcon Crest, waving your arms all around and shouting at the top of your voice. Excuse me. I think I hear the doctor. Was ich noch sagen wollte, schön, dass du wieder da bist. Sind ja nur Balken und Steine, alles zu ersetzen. Was heißt Balken, was heißt Steine? Der Anblick allein tut weh. Ich weiß. Warum kommst du nicht mit zu mir? Du kannst bei mir frühstücken. Oh nein, danke. Maggie wäre bestimmt nicht begeistert, mich zu sehen. Oh, im Moment ist sie nicht begeistert, wenn sie mich sieht. Sie nimmt mir übel, dass ich dich über alles informiert habe und sie nicht. Ich hab's dir ja gesagt. Die meisten Frauen wollen genau wissen, ob ihre Männer tot sind oder am Leben. Ach, weißt du, Angela, über Frauen musst du mir nichts erzählen. Bist du denn mit allem fertig? Wir sind echte Giobertis, Richard. Wir geben uns nicht leicht geschlagen. Es wird bald ein neues Falkencrest hier stehen. Denk an meine... Oh. Entschuldigt. Entschuldigt. Großmutter, steckst du dahinter? Was? Nein. Du, Richard? Was, ich? Anklage fallen gelassen? Da muss tatsächlich jemand nachgeholfen haben. Also gut, ich geb's zu. Schließlich sind wir eine Familie. Verdammt, Richard, ich wollte diese Verhandlung. Ach, mach dich doch nicht lächerlich. Du sollst mich nicht immer bevormunden, Großmutter. Du hast mich bevormundet, seit ich ein Kind war. Aber jetzt bin ich erwachsen. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen und ich wollte diese Verhandlung. Ernst, Field hat sich von der Anklage Publicity versprochen. Warum sollst du ein Gerichtsverfahren über dich ergehen lassen, wenn es sich vermeiden lässt? Weil so jeder glauben wird, dass ich Melissa auf dem Gewissen habe und mich mit Channing-Geld freigekauft habe. Halt dich raus aus meinem Leben. Und du auch. Danke sagen war noch nie seine Stärke. Macht nichts, ich hab's ja auch nicht seinetwegen getan. Sondern für dich. Und weil mir Victor Field auf den Wecker geht. Du hast schon immer gewusst, wie man sein Ziel erreicht, Richard. Wie war das noch? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So heißt es auch so treffend. Müssen wir uns für ein Weilchen Adieu sagen. Wiedersehen, Michael. Kommt gut nach Hause. Ich will nicht unbedingt wissen, was eine gewisse Angela Channing dem Konsortium zu Weihnachten schenkt. Dann bis Weihnachten.
Es ist verblüffend, wie der Tod den festesten Vorsatz ins Wanken bringen kann. Richard, komm. Was soll ich ohne Maggie anfangen? Du wirst es überleben. Guten Abend. Hallo, Mutter. Ich kann das sehr gut nachfühlen. Ich hatte genauso widersprüchliche Empfindungen, als ich herausbekam, wer mein Sohn war. Ich fand mich damit ab. Es war nicht leicht, aber es ging. Mutter, ich kann nicht glauben, dass Danny Sharp mein Sohn ist. Das soll er erst mal beweisen. Und wenn er es ist, dann kann ich ihn nicht wie einen Sohn behandeln. Ich empfinde nichts für ihn und er nichts für mich. Tja, dann würde ich das Ganze einfach vergessen. Was vergessen? Na, Danny, Michael Sharp und Lauren wohl auch. Sie hat nichts damit zu schaffen und ich werde meine Heiratspläne deswegen nicht aufgeben. Aber Lauren hat auch Schuld. Sie hat dir wichtige Dinge vorenthalten und wahrscheinlich wird dir das immer wieder bei ihr passieren. Mutter, misch dich bitte nicht in mein Privatleben ein. Und warum wolltest du dann meinen persönlichen Rat? Das weiß ich nicht. Wo gehst du hin? Nach Hause. Richard. Was? Wir hatten so viele Kämpfe im Laufe der Jahre. Aber wenn ich dich leiden sehe, tut es mir immer weh. Das weißt du doch. Ja, ich weiß. Tja, dann tu, was ich dir sage. Und vergiss die Sharp-Familie, alle von ihnen. Das wäre nämlich das Beste. Gute Nacht, Mutter. Richard. Sabes que solo quiero lo mejor para ti. Madre, espera. Puede que haya otra salida. He de advertirles a todos, por última vez, que esto podría parecer una solución conveniente ahora y acarrear disputas familiares en los años venideros. No hay más que decir. Enhorabuena, Ángela. Falcon Crest es suyo. Oh, Julie, llegas en el momento oportuno. Gracias. He recibido una carta de Emma. Piensa volver. Falcon Crest. And hopes through it all, the fans have been entertained.